Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha. Ja, heute Tag 2, neuer Versuch. Ich habe gestern schon versucht, ein kurzes Statement auf YouTube hochzuladen. YouTube hat ja mein letztes Video gelöscht. Das habt ihr ja auch alle mitbekommen wegen angeblicher Hassrede. Ja, wobei ich selber keine Aussagen getroffen habe. Ich habe lediglich die Geschichte dargestellt, die Geschichte über die Kreuzzüge. Und ja, das Video ist entfernt worden. Ich habe daraufhin versucht, ein kurzes Statement aufzunehmen. Das Ganze hat gestern auch nicht mehr geklappt. Zum einen war der Upload auf YouTube extrem langsam. Zum anderen ist das Video auch ohne Ton bei YouTube gelandet, also YouTube hat den Ton unterschlagen. Ja, liebe YouTube-Zensoren, ich habe das Video jetzt noch einmal neu überarbeitet, und zwar geht es hier auch um den Artikel 5 im Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern in Schrift, Wort und Bild. Das Video, das überarbeitete, läuft als reines Lehrvideo über die Kreuzzüge. Also Artikel 5 Grundgesetz sagt ja auch, dass Lehrvideos nicht zensiert werden dürfen und die Quellen frei zugänglich sind für diesen Zweck, Aufklärung oder Lehrvideos oder Dokumentationen, kann man auch dazu sagen. Also in dem Video, das ich überarbeitet habe, ist zum einen von einem Clip der Ton entnommen worden oder weg, oder ich habe den Ton rausgeschnitten, damit es nicht wieder als Hassrede deklariert wird. Das Video ist so im Originalzustand mit einer deutschen Übersetzung, und wo das Ganze entnommen worden ist, habe ich auch mit aufgeführt. So, ja, zum Thema Videolöschung. Wir haben hier auf YouTube auch einen Zweitkanal. Das ist Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha 2. Ich habe den Kanal auch auf dem Hauptkanal verlinkt, und zwar rechts oben im Banner, wo ihr die Bibel seht, ist rechts oben, heißt es, ist eine Schaltfläche angebracht, wo ihr zum Ersatzkanal kommt. Ich werde das Video jetzt auf dem Ersatzkanal mal hochladen und mal sehen, was passiert. Ich kann nicht riskieren, dass der Hauptkanal hier gesperrt oder gestreikt wird. Also noch einmal, der Zweitkanal, den findet ihr rechts oben. Der heißt Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha 2. Und da werde ich das Video jetzt hochladen. So, ich habe angekündigt gehabt, dass ich das Originalvideo auf BitChute hochlade, aber der Upload funktioniert überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt ein wenig informiert. BitChute ist ein relativ kleiner Videohoster und hat enorme Probleme, weil die Server total überlastet sind. Ja, das läuft über P2P, das heißt, die haben in dem Sinn kein Server, sondern das läuft über die Nutzerrechner. Und da ist es halt immer extrem schwierig, hier was hochzuladen. Das Ganze hat uns auf eine Idee gebracht, und zwar habt ihr auch schon gesehen in den kurzen Infos, wo ich euch gegeben habe, dass wir auf Telegram jetzt auch einen Kanal eröffnet haben. Wie der Name dazu ist, wie überall, Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha. Da wird er in Zukunft auch Videos finden, unter anderem auch das Originalvideo, das YouTube gesperrt hat. Also der Telegram-Kanal Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha. Dazu haben wir auch eine Gruppe gegründet über Telegram. Also eine Gruppe, das ist so ähnlich wie eine WhatsApp-Gruppe, nur auf Telegram, die nennt sich Spirituelles Lagerfeuer. Der Konrad hat es ja gestern in seinem Video auch schon kurz erklärt, aber der Kanal selber bei Telegram heißt Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha. Und die Gruppe, die Chatgruppe, heißt Spirituelles Lagerfeuer.
um das noch einmal auch deutlich zu machen. Ja, wir suchen jetzt immer noch gemeinsam eine neue Plattform, wo wir in Zukunft auch Videos hochladen können, die nicht gesperrt oder zensiert werden, weil YouTube hier ganz klar gegen geltende Gesetze verstößt. Und ich werde mir überlegen, ob ich rechtlich dagegen vorgehe, gegen diese Löschung von meinem Video, weil dieses Video durch das Grundgesetz Artikel 5 und Artikel 51 Zitierrecht und abgedeckt sind. Ja, des Weiteren haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet, hat der Konrad gestern auch schon erklärt. Die nennt sich Spirituelles Lagerfeuer. Ja, wenn ihr auf der Suche seid, alleine seid, niemanden habt, mit dem ihr A, über den christlichen Glauben reden könnt, oder B, einfach auch die Gemeinschaft oder mit Geschwistern zum Austausch sucht, oder einfach Sorgen, Probleme habt und ihr da nicht mehr weiter wisst, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Dazu ist es, wie auch bei der Telegram-Chat-Gruppe, erforderlich, dass wir natürlich auch eure Handynummern bekommen. Die könnt ihr uns mitteilen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das nicht wollt, steht nach wie vor auch der Weg per E-Mail offen. Und zwar die E-Mail-Adresse vom Konrad findet ihr auf dem Konrad seinem Hauptkanal, Konrad unterwegs mit Jesus. In der Kanalbeschreibung hat er die E-Mail-Adresse auch verlinkt. Und hier auf dem Kanal Der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha haben wir meine E-Mail-Adresse auch in der Kanalbeschreibung. So, ich denke mal, das war es jetzt kurz von mir zum Thema Löschung von meinem letzten Video und der Schaffung neuer Möglichkeiten dadurch. Auf der anderen Seite ist es schade, dass YouTube das Video rechtswidrig gelöscht hat. Zum anderen aber hat es die Folge gehabt, dass wir A, jetzt Telegram-Kanal eröffnet haben, eine Telegram-Chat-Gruppe, eine WhatsApp-Chat-Gruppe, einen BitChute-Kanal haben, wo wir auch Ausweichmöglichkeiten haben vorerst. Ja, wir suchen noch eine neue Plattform, wie schon erwähnt, dass wir das Ganze auch schneller und einfacher hochladen können. Ja, ich spiele jetzt euch im Anschluss das überarbeitete Video ein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wie gesagt, das ist eine Dokumentation oder ein Lehrvideo zum Thema der Kreuzzüge. Ich hoffe, dass jetzt diesmal alles klappt. Und würde mich freuen, ganz wichtig auch immer wieder zu sagen, wenn euch unsere Arbeit gefällt, entweder beim Konrad auf dem Kanal oder hier auf unserem Gemeinschaftskanal, ist es ganz wichtig, gebt uns einen Daumen nach oben, weil der Konrad oder wir hier auf dem Kanal doch sehr viele Zuschauer auch mittlerweile erreichen. Die Aufrufzahlen steigen, der Kanal wächst, es kommen immer mehr Abonnenten auch dazu. An der Stelle auch einmal vielen Dank dafür, dass der uns abonniert und uns regelmäßig auch schaut. Aber dennoch ist es so, wenn Beispiel 400 oder 500 Aufrufe vom Video sind und es sind nur 8 Daumen nach oben, dann hat es zur Folge, dass diese Kanäle nicht als Vorschlag gebracht werden für Leute, die auf YouTube unterwegs sind und hier christliche Kanäle anschauen. Je weniger Like-Buttons ein Video oder Kanal hat, desto weniger kommt er als Vorschlag in die Vorschlagsliste. Es ist schade, weil wir ja eigentlich auch mehrere Leute ums Lagerfeuer versammeln wollen und mehrere Leute auch oder viele Leute erreichen wollen. Das können wir natürlich nur, wenn unsere Kanäle auch geliked werden. Also gefällt mir Daumen nach oben. Dann ändert sich bei YouTube der Algorithmus und
unsere Videos oder unsere Kanäle werden bei Zuschauern auf YouTube dann auch in die Vorschlagsliste geladen. Also die Bitte, bei jedem Video, wo der hier auf dem Kanal oder beim Konrad anschaut, bitte seid so lieb und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, damit wir auch größeres Publikum erreichen können. So, das war's jetzt kurz von mir. Und im Anschluss seht ihr das Video, bleibt dran, wird spannend. Und bis zum nächsten Mal, Gott segne euch. Tschüss. Der Vatikan half finanziell beim Aufbau dieser massiven islamischen Armeen gegen drei Gefälligkeiten. Erstens vernichtete Juden und Christen, das heißt wahre Gläubige, die sie als Ungläubige bezeichneten. Zweitens beschützte die Augustinermönche und die römisch-katholischen Gläubigen. Drittens erobert Jerusalem für seine Heiligkeit im Vatikan. Im Laufe der Zeit wuchs die Macht des Islams beträchtlich, Juden und wahre Christen wurden abgeschlachtet und Jerusalem fiel in seine Hände. Damals wurden römisch-katholische Gläubige oder deren Heiligtümer nie angegriffen. Als der Papst jedoch verlangte, über Jerusalem zu herrschen, war er überrascht, dass sie ihm dies verweigerten. Diese arabischen Generäle hatten derart großen militärischen Erfolg, dass sie vom Papst nicht mehr eingeschüchtert werden konnten. Nichts mehr konnte sie von ihrem eigenen Plan abhalten. Der Papst erfuhr davon, dass man ihm seine Heiligkeit als einen Ungläubigen bezeichnete. Er erkannte, dass das, was er erschaffen hatte, außer Kontrolle geraten war. Die muslimischen Generäle waren entschlossen, die Welt für Allah zu erobern, und jetzt wandten sie sich Europa zu. Islamische Botschafter kamen zum Papst und baten diesen um Bullen, die ihnen erlaubten, in Städten in Europa einzumarschieren. Der Papst zog seine Armeen auf und nannte das Kreuzzüge, die die Kinder Ismaels davon abhalten sollten, das katholische Europa einzunehmen. Diese Kreuzzüge dauerten hunderte von Jahren und Jerusalem entglitt dem Papst.
Wenn man mit einem Islamgelehrten oder mit einem einfachen Muslim spricht und dabei das Thema Dschihad erwähnt, dann wird oft gesagt, ja, aber wie war das doch mit diesen schrecklichen Kreuzzügen? Die sind doch genauso schlimm. Sie sind doch die moralische Rechtfertigung für den Dschihad. Also lass uns nicht über den Dschihad reden, okay? Reden wir lieber über die Kreuzzüge. Nun, worüber ich gerne reden würde, das sind Fakten. Und so habe ich mir etwas Zeit genommen und eine Datenbank erstellt mit 548 Schlachten, die der Islam geführt hat. Dschihad-Kämpfe gegen die klassische Zivilisation. Und das sind noch nicht einmal alle Schlachten. Man sieht auf der Karte noch nicht viel über Afrika, Indien, Afghanistan und so. Es geht hier hauptsächlich um Schlachten gegen die klassische römisch-griechische Zivilisation. 548 Schlachten ist eine ganze Menge. Um das zu veranschaulichen, habe ich eine dynamische Karte erschaffen. Sie zeigt den Mittelmeerraum. Und ein weißer Punkt bedeutet eine neue Schlacht innerhalb einer Periode von 20 Jahren. Also jedes Mal, wenn sich der Bildschirm ändert, sind 20 Jahre vergangen. Die weißen Punkte werden dann rot und so kann man die Geschichte dann verfolgen. Das mag verwirrend klingen, aber wenn Sie es sehen, werden Sie verstehen, was ich meine. Und hier beginnt's. Der Islam bricht aus der arabischen Halbinsel aus und attackiert sofort den Mittleren Osten. Schauen Sie, es dauert nicht lange, bis sie das Mittelmeer überqueren und Spanien und Südfrankreich angreifen. Schauen Sie mal. Meistens denkt man beim Islam an Araber und an Wüste. Aber wir sehen hier, dass der Islam sich über das Mittelmeer ausbreitet. Achten Sie mal darauf, wie die Inseln im Mittelmeer überwältigt werden. Die Marine des Islam attackiert Küstenstädte, tötet, raubt, vergewaltigt und nimmt Sklaven. Immer mehr Schlachten werden geführt und immer mehr Menschen werden versklavt. Über 1 Million Sklaven werden aus Europa in die islamische Welt verschleppt. Darüber denkt man nicht viel nach, aber es ist die Wahrheit. Über 200 Schlachten werden allein in Spanien geführt. Im Osten sehen wir, wie der Islam über die Türkei nach Europa vorzudringen versucht. In Spanien dauern diese Kämpfe 400 Jahre lang an, da die Christen sich wehren und die Muslime zurückdrängen. Im Osten hier ist Konstantinopel gefallen und nun wird Osteuropa überrannt. Der Dschihad kommt nun nach Osteuropa. Er wird aus Spanien verdrängt und nun ist Nordafrika und der Mittlere Osten vollständig islamisch. Das ist alles Dschihad. Unnachgiebiger Dschihad. Und warum ist er so unnachgiebig? Nun, Mohammed war unnachgiebig in seinem Dschihad. Und alle diese Leute sind gute Schüler des Islam. Und der Dschihad richtet sich gegen die Ungläubigen. Immer und immer wieder. Es war Tradition, dass ein neuer Sultan, wenn er an die Macht kam, sofort versucht, neue Kriege zu führen. Denn er wollte in die islamische Geschichte eingehen als jemand, der die Ungläubigen erfolgreich bekämpft hat. So hat also der Dschihad ausgesehen in dieser Zeitperiode. 548 Schlachten. Aber Achtung, wenn wir über den Dschihad sprechen, wird immer das Argument mit den Kreuzzügen eingeworfen. Darum habe ich eine dynamische Karte mit den offensiven Schlachten der Kreuzzüge vorbereitet. Schauen wir es uns an und vergleichen wir. Die Kreuzritter kommen in die Türkei und in den Mittleren Osten und hier sind die Schlachten. Aber sind es nicht weitaus weniger, als sie jetzt angenommen hätten? Hier sind die letzten Schlachten und das ist das Ende der Kreuzzüge. Und jetzt können wir über die Fakten reden. Ja, es gab die Kreuzzüge, aber die liegen bereits Jahrhunderte zurück, während der Dschihad noch heute praktiziert wird. Den Dschihad haben wir schon seit 1400 Jahren. Es gibt keinen Vergleich zwischen dem Dschihad und den Kreuzzügen, schon gar keinen moralischen Vergleich. Und wenn Sie sich die Kreuzzüge anschauen, dann denken Sie daran, dass diese gewissermaßen Verteidigungskriege waren. Warum? Wie wir bereits in der ersten Karte gesehen haben, kam der Islam aus Arabien und eroberte den Mittleren Osten. Einen christlichen Mittleren Osten. Und so haben die Kreuzritter versucht, ihre christlichen Brüder und Schwestern vom Dschihad zu befreien. Es gibt also keinen moralischen Vergleich. Die Motivation der Kreuzritter war, Christen zu befreien. Der Zweck des Dschihad ist, Ungläubige zu versklaven. Wenn Sie das nächste Mal also jemanden treffen, der sagt, oh, diese schrecklichen Kreuzzüge, dann können Sie die Fakten aufzeigen. Sie können ihnen sagen, weißt du hast wirklich keine Ahnung.